spears are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Ja, voll! Hallo und herzlich willkommen mit diesem Statement. Wir werden uns wiedersehen. Begrüße ich euch ganz herzlich. Hier ist wieder euer Onkel Nupsi. Und wir starten in eine neue Saison. Wir starten in eine neue Reihe von Conan Exiles. So sieht's aus. Wir starten noch mal ganz von vorne, ein bisschen anders als die vorherigen Sendungen, aber nicht weniger spannend. Wir wollen einfach mehr erleben, wir machen das ein bisschen kurzweiliger für euch. Das heißt, wir greifen ein bisschen ein, schummeln will ich es nicht nennen, aber wir werden einfach mal das ein bisschen forcieren. Das heißt, wir schrauben die Rohstoffproduktion absolut nach oben. Wir verändern einfach ein paar Einstellungen. Ja, wir werden von Anfang an ein bisschen stärker unterwegs sein, um schneller Sachen zu erkunden. Und wenn ich sage, Sachen zu erkunden, das heißt, wir wollen wirklich alles. Und so wie ich sage, alles neu erkunden. Es sind ja von Hause aus neue Dungeons dazu gekommen. Einen neuen Dungeon kenne ich auf jeden Fall. Das sind viele Bauoptionen zugekommen. Die Gegner sind stärker geworden. Und. Also, es ist alles nicht mehr so schick und so. So schick. Es ist noch viel schicker. Aber es ist nicht mehr so einfach, wie es mal war. So. Ja. Und das wollen wir jetzt alle gemeinsam machen. Ich freue mich, dass ihr wieder bei seid. Und ich kann euch versprechen, das geht hier ab. Es wird auf jeden Fall der Bruder Ron noch zustoßen. Der lässt sich das natürlich nicht entgehen. Wir haben den Server jetzt erstmal für 3 Monate gemietet. Das heißt, wir werden euch auf jeden Fall 3 Monate lang mit neuen Videos von Conan versorgen. Sollte das großen Andrang finden oder Anspruch finden oder also Zuspruch finden, jetzt zeigt das richtige Wort, dann werden wir das natürlich durchaus verlängern und wenn wir noch Spaß dran haben. Aber daran zweifle ich nicht, wenn Funcom so weitermacht wie jetzt. Naja, kann man so auch nicht sagen. Weil ich quatsch schon wieder eine Gülle. Denn warum haben wir denn aufgehört damit? Weil Funcom eben nichts gemacht hat. Aber gut. Es war einmal, es ist nicht mehr, sagt der kleine Teddybär. Wir wissen, jetzt ist was gekommen, jetzt haben sie was gemacht. Und demzufolge können wir jetzt hier einsteigen wieder. Hatte ich euch auch damals gesagt. Sollte hier irgendwas mal passieren, sind wir wieder am Start. Gesagt, getan, ein Nupsi, ein Wort und da sind wir. Ja, also, unser kleiner Mann hier, der hat sich nur
aufgemacht. Wir sind immer noch grauhaarig, haben aber die Haare jetzt nicht mehr offen, sondern wir tragen sie gebunden. Wir werden als erstes mal gucken, ob wir uns hier irgendwas machen können. Wir müssen uns ja was anziehen. Eine Buchse zumindest, ja. Ich kann ja hier nicht so nackelig rumlaufen. Herstellen. So müssen wir erstmal anfangen. Soll ja alle ein bisschen gesittet sein, ja? Einen kleinen Darm, ein Höschen an und nur ist alles schick. Wir vertreiben jetzt den dolle Vieh, das wissen wir, der tut uns nicht, der will nur spielen, oder? Ja, ein Glück. Ja, müssen wir nicht alle zu Ende lesen. Er hat nichts für uns, wissen wir. Irgendwo liegt eine Flasche, eine Wasserflasche. Und die habe ich noch nie gefunden. Das ist ein Ding, wa? Also, wenn ihr jetzt aus dem Hut wisst, wo von hier aus die Wasserflasche zu finden ist, mal kurz in die Kommentare, würde mich freuen. Wenn ich hier normal anfangen muss, dass ich die dann gleich mitnehmen kann. Gut. Ja, ich würde sagen, an der Stelle breaken wir kurz. Ich mache jetzt nicht weiter als noch ein bisschen sammeln und zum Wasserrennen. Und dann sehen wir uns da wieder. So. Wir haben das Wasser im Prinzip schon vor der Nase. Es fehlt nicht mehr viel. Oh, oh. Ja, ja, bedumm, bedumm. Gut, Freunde. Okay. Warum quatschen die hier hinter mir noch? Weil die einfach ins Wasser gehen. Die können durchs Wasser gehen, die Viecher? Nee, ins Wasser. Diese kleinen Buggel-Dinger da. Gut. Wir sind erstmal angelandet. Ist ja schon mal nicht schlecht. Wir werden uns jetzt erstmal eine Bettstadt schaffen. Eine Bettstadt schaffen. Genau, so heißt das Wort. Wir brauchen noch eine Axt. Und dann müssen wir uns um irgendwas zu essen kümmern. Und dann würde ich sagen, wir bauen uns hier jetzt erstmal ganz kurz irgendeine kleine Hütte hin. Das soll nicht aufregend sein, einfach nur eine Hütte, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Das war auch, ja, uns ein Bett und einen Spawnpunkt schaffen, ja. Mal hier noch weiter, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube, hier ist alles sauber soweit. Ja, also Holz und Steine haben wir hier und der Rest wird sich finden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da oben haben wir einen Adler. Wenn mich nicht alle täuscht, das könnte bedeuten, wir kriegen da ja, wir kriegen da Federn. Federn war das Wort. So, ein bisschen Holz noch. Okay. So, ja. Spitzhacke. Axt. Axt brauchen wir. Dazu brauchen wir Äste. 4 Äste haben wir. 5 brauchen wir. Na, was für ein Glück. Ich glaub's nicht, wa? Jetzt fehlt uns ein so bepuschter Ast.
Aber warte mal, können wir nicht vielleicht trotzdem schon irgendwas bauen? Guck mal, wir können ja 6 Stück schon bauen. Das heißt, ich würde mal 1, 2, 3, 4 bauen. Ein Einjank. Und Seitenwände. 1, 2, 3, 4. Nein, das reicht nicht ganz. So, warte mal, nach dem Bett. Was ist ein Bett? Für ein Bett brauchen wir davon ein bisschen. 3x Zwirn. 3x Zwirn. Zack. 1, 2, 3. Und dann können wir nämlich ein Bett herstellen. Wunderbar. So, das verarbeiten wir auch gleich. Instant, rucki zucki. Oh, hier war. Könnten natürlich auch direkt an den Felsen ran. Oh, da sind Menschen. Wird nicht direkt Menschen, aber NPCs, wa? So. Zack. Warte mal so. Ja. Könntet ihr ein bisschen hoch machen, indem wir die Shift-Taste hier drückt halten und die Maus bewegen. Das Mausrad drehen. 1, 2. Okay, jetzt geht's da lang. Aber ist auch okay. Vollkommen korrekt. Da hat es vielleicht sogar noch viel besser. Ein Yang. Und wir haben ein paar Seitenwände. 1, 2. Zack, 3. Und somit ist es nämlich schon fast gesaved. Haben wir noch eine Außenwand? Wir haben keine Außenwand mehr. Schade, schade, schade. Ja, ich will, schade. Ist umso manche in Jungfrau schade. Aber was soll's. Das dritte Fundament packe ich da hin. Dann kann ich da noch die Wand dran machen. Und dann ist das hier gut. Ja. Warte mal, was wir gleich machen. Wir hauen uns gleich das Bett hin. Und schon ist das alle schick. Wir haben zu Hause. Das heißt, wir brauchen hier noch eine Seitenwand. Wir drücken die 6, es reicht. Und das Ding ist zu. Und wenn wir jetzt hier rinhopsen, wir klettern rüber, Dummi. Okido. Wir haben unsere Zuflucht errichtet. Und somit ist es schick. Noch am schicksten ist es, wenn wir eine Tür haben. Dazu brauchen wir nochmal 5x Zwirn. 3x können wir. Nee, 9x können wir herstellen. 1, 2, 3, 4. 5. Tür. Mir reicht nicht. Ich brauche noch einen Zwirn. Tür. Herstellen. Alles klar. Klappe zu. Tada. Wir haben unser Häuschen. So, was wir hier noch machen. Bla bla bla. Alles. Völlig egal.
wir hier noch was ausbauen oder nicht. Hier kann keiner durch, von oben wird keiner kommen. Das heißt, hier ist alles schick. Wir machen hier noch ein Dach auf, wegen dem schlechten Wetter, wenn es denn kommt. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein für die erste Sendung. Ich fand es ganz toll, dass ihr bei wart. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, überhaupt hier Konen wieder aufzunehmen. Und wie fandet ihr die Folge? Kann man so weitermachen oder sollen wir da irgendwas ändern? Soll da mehr... Ja, ich weiß nicht was. Alles klar. Freunde, ich freue mich, dass ihr bei wart. Ein Abo, Freunde. Das ist die Krönung, ja? Und sollte das geschehen, dann nicht vergessen, die kleine Glocke zu drücken. Ja, dann verpasst ihr wirklich keine Sendung mehr. In diesem Sinne, sagt schön mit Ö, euer Onkel Nupsi.